Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich einmal mehr etwas Neues ausgedacht. Ab Montag gilt die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften. In Bayern gilt ab kommenden Montag eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das bayerische Kabinett heute beschlossen, wie Ministerpräsident Söder sagte, nach einer Sitzung des Kabinetts. Deswegen werde die FFP2-Maske zur Pflicht. Die normalen Community-Masken dienen dem Schutz der anderen. FFP2-Maske schützen auch einen selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet, sagte Söder. Außerdem kommt die Testpflicht für Pendler wieder. Söder kündigte an, dass die wöchentliche Testpflicht für Pendler aus den Nachbarländern in Bayern wieder eingeführt werde. Sie war vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gekippt worden. Diese Woche werde nun der Bund eine neue Einreise-Quarantäne-Verordnung auf den Weg bringen, sagte der Ministerpräsident. Dadurch werde Bayern eine Grundlage haben, dieses Modell wiederzubeleben. Die Testpflicht könne enorm helfen, im Grenzbereich das Ansteckungsrisiko zu erkennen und zu reduzieren. Der Ministerpräsident verteidigte seinen umstrittenen Vorstoß, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nachzudenken. Bei Corona gehe es um den Schutz der Älteren. Altenheime nannte Söder den höchst sensibelsten Bereich, den wir haben. Der Ministerpräsident betonte, es solle keine allgemeine Impfpflicht geben und sprach sich für eine breit angelegte Impfkampagne aus. Während der Kabinettssitzung hatte Bayerns Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger Söders Impfvorstoß scharf kritisiert. Bei Twitter schrieb Aiwanger: Impfpflicht darf nicht kommen. Debatte darüber polarisiert die Gesellschaft unnötig. Zunächst sollten laut Aiwanger alle geimpft werden, die das wollen. Wenn dadurch Corona-Ausbrüche nachweislich massiv reduziert würden, steige die Zahl der Impfwilligen automatisch. Holecek will Bundeswehr besser einbinden. Testen, impfen, Kontakte reduzieren. Das sind laut Bayerns neuem Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CDU derzeit die wichtigsten Maßnahmen zur Corona-Eindämmung. Bisher haben laut Holecek 140.000 Menschen im Freistaat die ersten von zwei Corona-Impfungen erhalten. Impfen ist eine Hoffnung, aber kein Grund, unvorsichtig zu werden, sagte Holecek nach der Sitzung des Kabinetts. Mit Blick auf die Alten- und Pflegeheime kündigte er an, die Bundeswehr nochmal besser und richtig einzubinden.